Alter Schwede, ja, direkt im Anschluss, ja, oder fast direkt im Anschluss, ich muss natürlich nochmal mein Handy etc. abchecken, melde ich mich jetzt hier zurück mit diesem Kampf gegen Phrynos. Wir sind immer noch hier stehen geblieben im Fangversuch bei den drei legendären Vogel-Pokémon. Wir haben noch keins von den Vögeln gefangen, dafür drei weitere Krypto-Pokémon, die Phrynos in seinem Besitz hat, namentlich Kokowai, Rizeros und Tauros, ja, also schon coole, epische Krypto-Pokémon tatsächlich. Und jetzt wollen wir in der heutigen Episode hoffentlich Arctos, Zapdos und Lavados auch noch fangen können. Ich habe halt meinen Lugia im Gepäck. Lugia ist einzig und allein eigentlich nur dazu da, die Angriffe von diesen beiden Pokémon zu tanken. Das hat mir nämlich mal jemand in den Kommentaren vorgeschlagen. Ich habe dran gedacht und ich setze jetzt das, was der Typ mir gesagt hat, jo, in die Tat um. Und ich muss gestehen, das ist ziemlich gut, dass der Typ mir diesen Tipp gegeben hat, weil wie ihr seht, tankt mein Lugia hier gerade wirklich alles weg. Ja, und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich das Lugia jetzt in meinem Team habe. Ja, bam. So, wir müssen aber weiter munterfröhlich jetzt hier Arctos und Lavados ein klein wenig runterchippen, während ich hier mein kleines Setup wieder hinlege. Oh, ich habe gerade nur Critical Hit gelesen und mir ist schon das Herz in die Hose gerutscht, ja, als ich dieses Wort gelesen habe. Kritischer Treffer. So, Lichtschild ist oben, das heißt, die Angriffe von denen machen jetzt auch bei Ampharos deutlich weniger Schaden und bei Lugia sowieso. Okay, targeten jetzt leider wieder Ampharos, was ein bisschen blöd ist. Aber ich glaube, ich werde versuchen, jetzt das Lavados tatsächlich zu fangen. Okay. Kann eigentlich mein Lugia hier auch von den Status-Moves von denen getroffen werden? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Okay. Kryptostrahl auf Arctos, Single-Target. Und dann gibt es den Timerball dieses Mal auf Lavados. Und dann wollen wir mal hoffen, dass das Lavados hoffentlich drin bleibt und sich nicht allzu sehr sträubt. Das wäre nämlich katastrophal. Bitte, sag mir, dass ihr die Fangrate von den Vogel-Pokémon runtergesetzt habt. Schade, ich habe einen kleinen Moment gedacht, dass es vielleicht First Try wird. Wäre aber natürlich zu schön gewesen, ne? Ja, zu früh gefreut. Okay. Wir chippen weiter jetzt auch erstmal das Arctos auch nochmal runter in den roten Bereich. Roter Bereich heißt nämlich für mich immer, dass man dort eine sehr hohe Chance hat, dass das Pokémon dann vielleicht drin bleibt. Wenn jetzt beide Tali doppelt... Krypto-Schauer, alright. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so cool. Und ich brauche Tali noch, dann gegen Zapdos später. Egal. Über den einen Slot sollte ich jetzt Tali so langsam sich immer heilen. Ah, das ist immer so... Ich finde, solche Kämpfe sind in Let's Plays immer ein bisschen langweilig anzuschauen. Und das ist jetzt wirklich gerade so das Limit. Also extremer als das geht wirklich gerade gar nichts mehr. Also das ist schon wirklich das Extremste aller Extreme. Ja, 6 Krypto-Pokémon in einen Kampf fangen. Und 3 davon sind legendäre Pokémon, die dann natürlich auch die dementsprechende Fangrate haben. Ah, mein Gott, was soll man machen? Ich habe mich dazu entschlossen, alle Krypto-Pokémon zu fangen. Voltenso mal außen vor gelassen. Und ich werde das hoffentlich jetzt auch irgendwie schaffen können, ja? So. Und die kommen beide jedes Mal durch die Paralyse. Das macht es nicht angenehmer. Weil ich dadurch auch konstant irgendwie den Druck habe, dass ich Tali oder so hochhalten muss. Und ich muss dann halt später auch nochmal das Zapdos schwächen. Eigentlich ist es jetzt gerade der Zeitpunkt ziemlich günstig, dass ich einfach so von meinem Leben erzähle. Das Ding ist, in meinem Leben gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen im Moment. Ja, ich genieße gerade God of War in den Streams. Ja, Uni hat halt wieder angefangen, meine Güte. Standard halt, ja. Und nächste Woche bin ich das allererste Mal überhaupt auf einem Rap-Konzert, auf einem Hip-Hop-Konzert. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ich bin nicht alleine da, ich nehme... die gute alte Waifu mit. Mal schauen, wie es wird. Ich bin sehr gespannt. Freue mich schon drauf. Hab auch ein bisschen Lampenfieber, wenn man das so sagen kann. Und oh, Lavados bleibt im Ball. Perfekt. Ging tatsächlich auch ein bisschen schneller als gedacht. Und jetzt kommt natürlich nochmal sein letztes Pokémon, Zapdos. Und ganz ehrlich, Leute, hier an dieser Stelle die Frage an euch. Was ist euer Lieblings-Pokémon von den drei legendären Vögeln? Schreibt es mir mal unter die Kommentare. Ich werde wie immer sehr interessiert an eurer krassen Fachmeinungen. Ja, ihr wisst Bescheid. So, Wanda kommt rein. Kann Wanda hier irgendetwas machen? Obviously nicht. Ich werde Wanda auch hier wieder nur benutzen, um Tali mit einem Top-Belieber hochzuhalten, weil Tali muss auf jeden Fall dieses Zapdos paralysieren.
weil das würde dann halt auch wieder eine Menge erleichtern. Ja, ich bin auch das erste Mal auf einem Rap-Konzert. Ja, ich bin schon sehr gespannt und frage mich, wie das sein wird. Ja, es ist durchaus interessant, sag ich mal. Und ich freue mich da schon tierisch drauf. Also es wird richtig, 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 richtig gut. Ja, wie gesagt, ich bin nicht alleine da. Ich habe noch jemanden im Gepäck. Und ja, ich bin schon beim Gedanken daran ziemlich nervös, muss ich sagen. Ja, ich bin da wirklich... Wenn ich dran denke, so wie das so wird, das ist ungewohnt wahrscheinlich. Ja. Und wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, was Neues. Halt dementsprechend dann auch natürlich dann episch. Mein Nischel ist weg. Das Kryptowetter geht, glaube ich, noch eine Runde. Mhm. Aber ich kann das jetzt gerade wunderbar nutzen, um das Zapdos gut nochmal runterzuhauen mit Wanda. Also wenn das Zapdos sich jetzt nochmal dazu entschließt, nicht mein Gardevoir zu targeten, kriege ich das Zapdos auf jeden Fall auch nochmal. Sehr gut, perfekt. Das läuft gerade wie am Schnürchen. Das heißt, ich kriege jetzt mit dem Kryptosturm in Kombination mit der Psychokinese beide vielleicht sogar in den roten Bereich mit ein bisschen Glück. Sehr gut, Arktos ist im roten Bereich. Und... Oh, Psychokinese, wenn du jetzt crittest, ich... Don't do it, Wanda, please. Don't you dare. Dankeschön. Das heißt, ich mache jetzt nochmal einen Kryptostrahl auf den Zapdos-Slot. Und dann ist Zapdos auch im roten Bereich. Und jetzt kannst du mir eigentlich meinen Gardevoir wegnehmen. Perfekt, danke. Läuft ja wie am Schnürchen. Ja, läuft wirklich wie am Schnürchen. So. Soll ich denn aber schon mal anfangen, auf Arktos dann einen Timerball zu werfen auf den einen Slot? Ah. No. Wir machen... Doch. Ich werfe schon mal Timerbälle auf das Arktos, weil man kann für so etwas oder mit so etwas eigentlich nicht früh genug anfangen. Ich werde ja, wenn es nicht gerade crittet, auch auf jeden Fall einen Krypto-Blitz überleben von dem Arktos. Von dem Zapdos, Verzeihung. What is going on here? Geht ja doch einfacher als gedacht. Entweder ich lacke hier gerade rum oder die Fangrate von denen wurde wirklich ein bisschen verändert. So, jetzt nicht critten, wenn du... Okay, perfekt. Du targetst sowieso Lugia. Leute, Beste. Nehmt einfach Krypto-Lugia mit, wenn ihr das gefangen habt. Und die Moves können tatsächlich sogar paralysieren, wie man hier gerade sieht. Nee, nehmt einfach ein Krypto-Lugia mit, ja. Und mit einem Krypto-Lugia könnt ihr dann halt die Angel von Zapdos, Arktos und Lava oder sowas von easy wegtanken, ja. Nehmt am besten noch ein Pokémon mit, was paralysieren kann oder sowas in der Art. Oder einschläfern. Paralysieren wäre besser. Ich bin eher so der Fan von Paralyse, weil man sich dann nicht mit One-Turn-Sleeps rumschlagen muss. Mit Genauigkeitsmisses und vor allen Dingen, weil die Pokémon dann halt paralysiert sind. Die können nicht mehr geheilt werden, ja. Weil die meisten NPCs, gerade in XD, glaube ich, auch keinen Tränk oder sowas in der Art benutzt. What is this? Das ging ja einfacher und schneller als gedacht. Ich habe mir das jetzt ein bisschen schwieriger vorgestellt. Aber ich habe einfach mal Frenos 6 Krypto-Pokémon gesnackt. Im First Try. Nachdem ich mich natürlich geheilt habe. Nice. Rizeros, Kokobai, Tauros, Lavados, Arktos und Zapdos wurden auf dem PC übertragen. Holy shit. What is going on here? Aber wenn sich jetzt jemand wundert, warum ich jetzt nicht so cool krass reagiert habe, dass es hier Arktos, Zapdos und Lavados gibt. Ich wusste das schon. Es gibt nämlich in Battles seit der dritten Generation Arktos, Zapdos und Lavados mit den XD-Moves. Und die XD-Moves waren dann halt so Sachen wie Sondersensor und Agilität und sowas in der Art, ja. Die Pokémon halt nur durch Pokémon XD können. Deswegen weiß ich, dass es Arktos, Zapdos und Lavados in Pokémon XD geben muss, ja. Also ich habe die Spiele nie selber gespielt, aber ich wusste es, weil die halt diese XD-Moves drauf haben, die halt exklusiv sind für Pokémon XD. Bla 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 bla. Aber ich habe mich da nicht irgendwie spoilern lassen oder so. Weil ich wusste, dass es Arktos, Zapdos und Lavados auch in diesem Spiel gibt. Ha. Wollte ich nur mal an dieser Stelle aufgeklärt haben. In den berühmt-berüchtigten XD-Moves. Ja, egal. Aber ein Kind, ein kleiner Junge zerstört meinen Traum. Hey, Lucius ist wieder am Start. Was? Das kann doch nicht sein. Das ist alles deine Schuld. Ich werde dir das nie vergeben. Niemals. Großmeister. Wir sind ja fertig. Wir sollten Insel Obscura zerstören und das Kind mit ihr. Aber dann geben wir alle Krypto-Pokémon-Daten meinen Untergebenen auf. Großmeister, all das kann ersetzt werden. Wir müssen uns selbst retten. Ich habe alles für unsere Flucht vorbereitet. Der Helikopter ist startklar. Lassen Sie uns gehen. Du hast recht. Warte! Bitte warte noch.
bist bereit, alle zu opfern, die dir folgten, nur um deine eigene Haut zu retten? Du solltest dich schämen. Schämen? Wofür? Dein unsinniger Ehrenkodex wird noch Team Kryptos Untergang sein. Team Krypto muss überleben. Das ist unsere erste Direktive. Der Großmeister sieht das auch so. Genau. Zur Rettung Team Kryptos müssen Opfer gebracht werden. Was redest du denn da? Die Krypto-Pokémon-Fabrik ist zerstört. XDA-001 wurde besiegt. Team Krypto ist nicht mehr. Sei still, Team Krypto wird es immer geben. Wenn nicht, nur nicht dieses Kind. Großmeister, bitte gebt die Order, Insel Obscura zu sprengen. Ja, wir haben keine Wahl. Nimm das uns nicht übel, Junge. Stopp! Lass uns das nun beenden, Vater. Ich bitte dich. Nenn ihn nicht Vater. Er ist der Großmeister. Ja, das ist also der Vater von denen. Vater! Du hast vergessen, was wirklich wichtig ist. Diese ganze Großmeistergeschichte hat dir den Blick vernebelt. Man kann die Welt nicht beherrschen, indem man mächtige Pokémon schafft. Dieser Junge ist der Beweis. Das reine Herz dieses Kindes hat sogar XD-001 bezwungen. Wir lagen vollkommen falsch. Halt doch einfach den Mund! Zeig endlich mal ein wenig Rückgrat. Wir sind doch schon so weit gekommen. Team Krypto ist erledigt. Vater, du solltest das besser wissen als jeder andere. Oh! Sehr emotionale Stelle ganz nebenbei. Pokémon emotional wohl gemerkt. Aber Lucius scheint das nicht so zu sehen. Während Rufus da natürlich ein bisschen vernünftiger zu sein scheint. Bitte, steh auf. Es muss so kommen. Die Gesetze des Landes sollen über unsere Taten richten. Oh, was habe ich getan? Konnte ich mich so irren? Aber Lucius ist noch nicht da. Das klingt nach Afterstory. Dank deiner Courage konnten wir endlich aus diesem Albtraum erwachen. Ich danke dir. Du wirst nie wieder etwas von uns zu befürchten haben. Geh nun zurück zu deiner Familie. Wir werden uns sicher wiedersehen und das nächste Mal kämpfen wir nicht als Feinde gegeneinander. Ich freue mich schon drauf. Als ob das jetzt das Ende von Pokémon XD ist. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist das Ende von Pokémon XD? Ernsthaft? Okay. Ach, unsere kleine Schwester ist auch wieder am Start. Mit unserer Mutti! Das ist jetzt ernsthaft das Ende von Pokémon XD? Okay. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so plötzlich endet. Und vor allen Dingen, dass es dann so schnell geht. Krass, das war das Ende von Pokémon XD! Also das Ende, wenn du nicht speichert, musst du das nächste... Nein. Ja. Speichern. Soll ich bestehende Spielchen überschrieben werden? Ja. Okay. The fuck? Gut, Leute, ich habe anscheinend Pokémon XD durchgespielt. Ich muss gestehen, es ist ziemlich weird. Es ist ziemlich weird, dass es jetzt so plötzlich kam, weil anhand der Kommentare von euch etc. habe ich gedacht, dass uns jetzt noch ein bisschen was erwartet. Ich rechne jetzt fest, dass es noch eine Afterstory geben wird. Aber das kam jetzt tatsächlich ein klein wenig plötzlich, wenn ich das so sagen darf. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es dann tatsächlich jetzt schon so schnell der Fall ist. Ja. Es wird definitiv eine Afterstory geben. Muss es. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt sich der Weg von Rufus und Lucius gesplittet hat, ohne dass da jetzt was passiert. Und ich muss ja auch noch irgendwie Voltense und Mobi fangen. Wahrscheinlich werde ich jetzt beides fix in der Afterstory offscreen machen. Aber dann habe ich alle Krypto-Pokémon soweit, die es in der Hauptstory gab, gefangen. Es ist halt schade, dass dieses eine Voltense verreckt ist. Das ist wirklich extrem ärgerlich. Weil wenn dieses Voltense nicht verreckt wäre, hätte ich jetzt tatsächlich in der Main-Story schon alle Krypto-Pokémon gefangen. Befreit natürlich noch nicht.
Befreien werde ich die jetzt natürlich auch nebenbei immer mal wieder, aber es ist trotzdem schade. Weil das war plötzlicher als gedacht, muss ich gestehen. Naja. Nichtsdestotrotz, Leute, wir werden natürlich noch die Afterstory machen. Einige haben gefragt, werde ich den Duellberg machen? Ich kann den Duellberg selbstverständlich auch noch machen. Ich glaube, am Ende von Duellberg gibt es doch bestimmt auch noch irgendetwas Cooles. Und je nachdem, ob ich jetzt noch irgendwas machen kann, schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es nämlich selber nicht. Hey, die Queen, was geht ab? Ich weiß es nämlich selber nicht, ob ich jetzt hier noch irgendwas machen kann, irgendetwas machen muss. Ja, ihr könnt mich natürlich selbstverständlich aufklären, weil ich weiß es ja selber tatsächlich nicht. So ganz nebenbei. Was ist das denn hier? Das gute alte Handy, man kennt's. Jo! Gab es noch irgendwelche Orte, an denen wir noch nicht hin konnten? Wir müssen auch irgendwie versuchen, unser Kryptolugia jetzt zu erlösen. Kryptolugia gilt ja als das unerlösbare Pokémon. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Kryptolugia nicht erlösbar ist. Es gibt vielleicht eine After... Also vielleicht handelt die Afterstory ja davon, dass man Kryptolugia dann erlösen muss oder so. Das fände ich persönlich ja ziemlich interessant. Weil die haben ja gesagt, dass es sozusagen das unerlösbare Pokémon ist. Und da ist vielleicht tatsächlich auch etwas dran. Maybe. Oder so. Naja, das war Pokémon XD, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich werde den Part an dieser Stelle beenden. Einfach, weil es für mich so gesehen das Beste ist, was ich jetzt machen kann. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann definitiv zur nächsten Folge wieder. Mit Pokémon XD, der dunkle Sturm. Und wir werden dann natürlich selbstverständlich weitermachen, weil ich will wissen, wie es weitergeht. Und es gibt Safe Call in der Afterstory, weil das in Colosseum auch der Fall war. Also, haut rein. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Passt auf euch auf. Euer Rigi.